was wir jeden Tag so ein bisschen üben, ja, ist Teil von dem, was wir gerade eben so ein bisschen gemacht haben. Was man heutzutage auch als Kung Fu kennt. Ganz wichtig zu verstehen, dass es hier in dem Ganzen, was wir tun, genau zu 0% ums Kämpfen geht. Es ist richtig, dass ein Instrument, eine Art und Weise, die hier in dem Kloster benutzt wird, Kampfkunst sich nennt. Da steckt das Wort Kampf drin. Aber ursprünglich ist das, was Kampfkunst bedeutet, ein Weg, den Kampf zu vermeiden. Sich selbst in eine Richtung zu entwickeln, dass ein Kampf von eurer Seite aus gar nicht erst stattfindet. Ja, ob andere euch angreifen, ja, das liegt nicht in unserer Hand. Ob wir uns aber auf einen Kampf einlassen, das liegt zu 100% in unserer Hand. Wir müssen am Kern ansetzen. Und der Kern jeder Handlung von uns fängt in den Gedanken an. Es macht extrem viel Sinn, darauf zu achten, was für Art Gedanken entwickeln wir. Jetzt habt ihr da zum Beispiel beim Training, eben bei den meinen Fechten, bei den Dritten, bei den Schlägen, egal was. Ja, konnte man teilweise am Gesichtsausdruck von einigen schon sehen, an was derjenige gerade sich so vorstellt, während er tritt oder während er schlägt. Wenn ihr euch einen Gegner vorstellt, ja, dem ihr dann mit der Faust so richtig schön auf die Nase oder auf die Zähne oder den Kiefer brecht, wenn das so in Gedanken ist, dann ist das keine gute Entwicklung. Wenn wir aber die Kampfkunst praktizieren, die Schläge machen, die Tritte machen, gibt es eine andere Art und Weise, worauf man achten kann. Und zwar darauf, was innerhalb von einem selbst stattfindet. Zu spüren, wo im Körper Verspannungen sind oder wo im Körper Verhärtungen sind. Weil jede Art Verhärtung wir versuchen zu vermeiden. Es gibt auch Dinge, da kann einer einfach nur rumstehen oder einfach nur rumsitzen. Und trotzdem trainiert er etwas, nur sieht man das von außen nicht. Im Shaolin Kung Fu, in den Kampfkünsten von Shaolin, ist es immer beides, was trainiert wird. Ja, es geht nicht darum, wie es äußerlich aussieht. Es geht insbesondere auch darum, wie man innerlich sich selbst, seinen Körper unter Kontrolle hat. Das Training, das Kung Fu, der Aufenthalt im Kloster ist für eine Sache da, für Transformation. Damit wir uns transformieren, damit wir uns ändern. Und zu jedem Zeitpunkt kann man sich in zwei Richtungen verändern, besser oder schlechter. Das muss jeder für sich entscheiden. Veränderung findet immer statt. In jeder Sekunde. Die Frage ist, in welche Richtung. Und je aufmerksamer man eben dafür wird, wo diese Veränderung stattfinden kann, desto eher kann man dann darauf Einfluss nehmen. Jeder weiß, was er will. Aber es klappt nicht. Die Realität sieht ja anders aus. Wir haben ja nicht jeden Tag Zufriedenheit und Glücklichsein und Problemlosigkeit. Haben wir ja nicht. Wir nutzen die Kampfkunst, wir nutzen die Bewegungskünste, wir nutzen die ganzen Kampftechniken, um bei uns zu bleiben.
bei uns zu bleiben und wahrzunehmen, wie funktioniert die Technik? Warum funktioniert die Technik genau so, wie sie funktioniert? Was verbirgt sich dahinter? Je mehr Zeit man mit etwas verbringt, je mehr Zeit man mit ein und derselben Sache verbringt, fängt man auf einmal an zu sehen, dass das, was man da innerhalb dieser Kampfkünste zum Beispiel erkannt hat, ein Spiegelbild davon ist, was uns so die ganze Zeit auch umgibt. Keine Zeit darin zu verschwenden, irgendeine Art Leben zu leben, die uns zufrieden macht. Ganz einfach.